Liebe Damen, liebe Herren, liebe Kinder, liebe Familien, die Sie einen Angehörigen verloren haben oder den Anschlag selbst erleben mussten. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute zu dieser Gedenkveranstaltung gekommen sind. Heute, vor genau 6 Jahren, starben an diesem Ort bei einem rassistischen, antiziganistischen Anschlag 9 Menschen. 5 weitere wurden verletzt. Wir wollen heute erinnern, wir wollen mahnen und wir werden niemals, niemals vergessen. Ich bitte nun zur Gedenkveranstaltung den Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter, auf die Bühne. Vielen Dank, liebe Angehörigen, liebe Familie, liebe Freunde der Opfer. Lieber Herr Kollege Eisenreich, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchner Stadtrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank, dass Sie alle heute auch wieder hier sind. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, an einem Jahrestag dieser schrecklichen Tat, bin ich unglaublich traurig darüber, dass es so wenig gibt, was Ihnen, liebe Angehörige, Trost geben könnte. Gerade an diesem Tag. Weil natürlich nichts Ihren Sohn, Ihre Tochter, den geliebten Menschen wieder zurückbringen wird. Den geliebten Menschen, der Ihnen heute vor 6 Jahren von einem erbarmungslosen, gnadenlosen, rassistischen Mörder genommen wurde. Ich kann Ihnen nur versichern, auch wenn das in Anbetracht der Größe Ihres Schmerzes und der Trauer niemals genug ist, dass Sie gerade nicht allein sind. Ich bitte einfach mal zu sehen, wie viele Menschen hier sich versammeln, um genau das zu signalisieren, Sie sind nicht allein. Dass sehr viele Menschen in dieser Stadt mit Ihnen fühlen und wie ich sich nach wie vor ins Herz getroffen fühlen von dieser entsetzlichen Tat. Heute genauso wie damals. 6 Jahre sind vergangen. Die Zeit kann Ihre Wunden nicht heilen. Man sagt zwar, Zeit heilt alle Wunden, aber ich bin sicher, es ist unmöglich, wenn 9 Leben mit solchem Hass, solcher Menschenverachtung und solcher Brutalität einfach ausgelöscht werden. Auch unsere Stadt hat diese unfassbare Tat und das anschließende langjährige Ringen um die Einordnung dieses Verbrechens als rechtsextremes Attentat unwiderruflich verändert. Ich will an der Stelle nur daran erinnern, dass ich bereits am nächsten Tag nach dem Attentat hier ein paar hundert Meter weg bei der ersten Veranstaltung gesagt habe, dass ich überzeugt bin, dass es sich um einen rechtsradikalen, rassistischen Anschlag handelt. Ich bin damals durchaus für diese Einschätzung kritisiert worden. Es hat sich aber als zutreffend herausgestellt. München ist seit diesem 22. Juli 2016 anders, als München vor diesem 22. Juli 2016 war. Wenn 9 Menschen sterben müssen, weil das rassistische Weltbild des Mörders sie einem Teil der Gesellschaft zuordnet, auf den er seinen menschenverachtenden Hass richtet, dann, meine Damen und Herren, dann hat es auch Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft insgesamt. Was an diesem Tag geschah, geschah uns allen. Es galt uns allen. Die Tat zielte auf ein buntes, auf ein vielfältiges, auf ein tolerantes, weltoffenes München. Und der Attentäter wollte ganz bewusst die Grundlagen unseres Zusammenlebens erschüttern. In unserem München leben Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen seit langem zusammen. Und sie leben gut zusammen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sehen unsere Vielfalt als absolute Bereicherung unserer Stadt. Das genau wollte der Mörder zerstören. Und damit, meine Damen und Herren, damit darf er und damit wird er, wenn es nach mir geht, niemals Erfolg haben. Dennoch muss man sagen, die Zahl
rechtsextremistischer, rassistischer und anderer menschenfeindlichen Vorfälle und Gewalttaten nimmt leider auch in München zu. Der in unserer Gesellschaft mehr als nur latent vorhandene Rassismus ist eine tödliche Gefahr. Sie ist noch längst nicht gebannt. Das zeigen leider auch andere rechtsextreme Morde in anderen Städten. Und dabei steht der Anschlag von Hanau in einer besonders beklemmenden Verbindung in München, weil der Täter zuvor 5 Jahre hier in München lebte. Rechter Terror zieht seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine blutige Spur durch unser Land und unsere Stadt. Und solange diese mörderischen Taten als isolierte Einzeltaten abgetan und die strukturellen und ideologischen Kontinuitätslinien ausgeblendet werden, solange, meine Damen und Herren, wird es nicht gelingen, dieser menschenverachtenden Gefahr angemessen entgegenzutreten. Angesichts der Verbreitung von rassistischen und anderen menschenverachtenden Ideologien und Aktivitäten in München braucht es immer eine klare Haltung gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen Antiziganismus und Verschwörungsdenken. Und deswegen sind wir alle gefordert, dieser alarmierenden Entwicklung ein starkes und ein deutliches Zeichen entgegenzusetzen. Ein Zeichen für solidarischen Zusammenhalt gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus, gegen antimuslimische und sonstige demokratiefeindlichen Angriffe auf unser Land, auf unsere Gesellschaft und auf unser demokratisches München. Auch im Alltag, das ist besonders wichtig, auch im Alltag müssen wir für die Menschen, die angefeindet und angegriffen werden, einstehen, eintreten, aktiv sich einsetzen. Es darf weder wegschauen noch zurückweichen geben. Und das gilt im öffentlichen Leben, genau wie in der eigenen Familie, am Stammtisch und überall. Überall dort, wo diese Parolen gedroschen werden, müssen wir aufstehen und entgegenstellen. Unsere gesamte demokratische Wehrhaftigkeit hängt davon ab, dass wir uns auch wehrhaft zeigen. Und das ist noch ausbaufähig, meine Damen und Herren. Wir als gesamte Stadtgesellschaft müssen uns schützen vor alle Stellen, die von Ausgrenzung, von Anfeindung und von Gewalt bedroht sind. Dazu mahnt uns mit größter Eindringlichkeit die Erinnerung an den 22. Juli vor 6 Jahren, an dem 9 Menschen durch diese immer noch völlig unfassbare Tat ihr Leben genommen wurde. Sie wurden aus der Mitte unserer Stadtgesellschaft, aus ihren Familien, aus ihrem Bekanntenkreis gerissen. Sie haben eine riesige Lücke hinterlassen, die sich nicht schließen wird. Nicht in ihrem Leben, liebe Angehörige, und nicht im Leben dieser Stadt. Unsere Gedanken sind bei Amila, bei Jan, bei Diamant, bei Giuliano, bei Hussein, bei Janusz Roberto, bei Sabina, bei Selçuk und bei Sefta. Heute, an diesem 6. Jahrestag ihrer Ermordung und immer. Sie werden in unserer Mitte bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Oberbürgermeister Dieter Reiter. Sibel Lele hat hier vor 6 Jahren ihren Sohn verloren. Und sie hat die Stärke und die Kraft, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich bitte Sie ans Mikrofon. Sibel Lele. In Erinnerung an Ihren Sohn Can Lele. Ich möchte erstmal, ich begrüße euch alle hier und vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe was zu sagen, vor kurzem, also mein Mann und der Herr Dieter Reiter eine kleine Diskussion gehabt haben. Ich möchte was dazu sagen. Es gibt eine Menge, was Sie, Herr Dieter Reiter, tun können. Könnten, uns Trotz zu spenden. Aber bis,
Aber bisher werden wir von Ihnen nicht gehabt oder gehört. Mein lieber Sohn John, mein Leben ist seit 6 Jahren ohne dich. Ich vermisse dich. Ich suche dich. Überall, aber überall sehe ich nur diese dunkle Leere. Ich spüre diese schwere Last, meinen Schmerz und meine Sehnsucht. Ich finde keine Erlösung. Wie sehr vermisse ich unsere gemeinsame Zeit. Ich suche Trost in meinen Erinnerungen und ich könnte dir stundenlang erzählen, wie du mein Leben mit Schönheit erfüllt hast. Jetzt bin ich ohne dich und ich spüre einen tiefen Schmerz, dass ich meine Liebe nicht mehr mit dir leben kann. Und du, ich nehme an, du bist jetzt an einem schönen Ort, den man das Himmelreich nennt. Dort, wo es keine Verfolgung gibt, wo das Leben von Kindern nicht missachtet wird und es gerecht und gewissenhaft zugeht. Wenigstens hoffe ich es. Daran möchte ich glauben. Dafür strenge ich mich an. Denn mit deinem grausamen Tod habe ich mit dir auch alle meine Gewissheiten verloren. Würden wir doch nur Menschen auf dieser Welt nicht klassifizieren, bewerten und unterteilen beibringen, sondern stattdessen Empathie. Vielleicht müssen wir dann nicht all das durchleben, was jetzt Realität ist. Und diese Realität ist für uns die Hölle. Wir haben in diesen 6 Jahren um Gerechtigkeit gekämpft, uns abgemüht und gequält, aufgeschrien gegen alle Widerstände, während die Beteiligten an diesem Attentat weiterhin ungestört und ungehindert da draußen ihr Wesen treiben, weiter aktiv in ihrem Nazi-Werk sind. Der Mitschuldige Philipp Körber, der den Attentäter der Tat erst möglich gemacht hat, weil er ihm illegale Waffe und Munition verkauft hat, ist seit einem Jahr vorzeitig auf der Haft und man hat es nicht für geboten gehalten, uns darüber zu informieren. Schande. Schande. Schande! Es wird gesagt, dass es in diesem Fall zu keinen Ermittlungsvorschritten kam. Dabei war es offensichtlich, dass man die Akte so schnell wie möglich schließen wollte, obwohl es viele Hinweise durch Zusammenhänge aus dem Nazi-Milieu gab, denen man hätte nachgehen können. Für sie ist der Fall abgeschlossen, aber für mich nicht. Denn wir werden hier als Einwanderer weiter bedroht. Wir sind weiter tödlich Rassismus ausgesetzt. Ja, das macht mich nervös. Das beunruhigt mich zutiefst. Man sagt uns, dass man unsere Gefühle teilt. Dass wir die Möglichkeiten der Pseudodemokratie nutzen können. Aber auch geordnet und zu unterzuordnen haben. Angesichts der Lage heißt es im Grunde, du musst damit leben, dass man Menschen wie dich töten möchte. Und wenn es passiert, nimm dein Schicksal hin. Georgen und mich unterordnen soll, ich mich auch, wenn es um die Vorbereitung der jährlichen Gedenkveranstaltung geht. Als Angehörige habe ich keinerlei Mitspracherecht darüber, wer sprechen möchte und wer nicht. Jedes Jahr stehen wir mit unseren Anliegen vor einer Mauer, mit der sich die Stadt München von uns abschirmt. Auch wenn mein rechtlicher Beistand wurde
von mir der Staat verwehrt. Ich habe in diesen 6 Jahren gelernt, dass es keine Gerechtigkeit, keine Verantwortung gibt. Das schmerzt mich. Menschen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, werden geschützt. Eine so große Ungerechtigkeit verletzt mich zutiefst. Dieses System trägt Menschen auf die Händen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Es ist eine gefährliche Welt, in der unter dem Namen Mensch eine innerlich hohle Gemeinschaft besteht, die nichts davon hält, guter Mensch zu sein, Gutes für andere zu tun und sie wertzuschätzen. Diese Gemeinschaft schreckt nichts davor zurück, Böses zu tun und andere Böses tun zu lassen. Und in dieser Welt gibt es Menschen, die angesichts all dem schweigen und sie glauben desto mehr daran, Recht zu haben, je mehr sie schweigen. Die Ungerechtigkeit in diesem Land zeigt sich darin, dass wir selbst um Gerechtigkeit kämpfen müssen. Und wenn wir nicht darum kämpfen und es in die Hände der Polizei und Politik geben, befürchte ich, dass es immer wieder zu unermesslichem Leid kommen wird. Ich habe keinerlei Vertrauen mehr in die Justiz und die Staatsgewalt. Diese Justiz ist angesichts der rechten Terroranschläge gescheitert. Und die Gesetze... Und die Gesetze mit Füßen getreten und danach gänzlich ad acta gelegt. Liebe, vertraue jene Menschen, die ihre Augen nicht verschließen und sich durch ihr Gewissen und Gefühl für Feines solidarisch zeigen. Die ich für ein gerechtes und menschenwürdiges Zusammenleben in dieser Gesellschaft einsetzen und die Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen und nicht schweigen werden. Ich habe von Mitmenschen so viel echte Anteilnahme erfahren und die Kraft tiefer Begegnungen gespürt, dass mich das wieder hoffen und glauben lässt. Und ich möchte besonders die jungen Menschen raten. Diese Welt gehört euch. Gebt eure Zukunft. Eure Träume, eure Hoffnung, nicht in diesen schmutzigen Händen. Solange ich sie alle hier sehe, gebe ich meine Hoffnung nicht auf. Mein lieber Sohn Jan, du wurdest durch Kugeln getötet. Und wir werden nicht aufhören, bis alle, die daran mitgewirkt haben, Verantwortung gezogen werden. Wir werden schweigen, nicht vergessen lassen. Solange Menschen ermordet werden, werden wir nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass es dort Grausamkeit gibt. Aber du ruhe nur in Frieden. Dankeschön. Zigan, Leila, im Gedenken an Jan Leila. Gisela Kottmann hat vor 6 Jahren ebenfalls hier ihr Enkelkind verloren. Giuliano Kollmann. Ich bitte Gisela Kollmann auf die Bühne, ans Mikrofon und danke Ihnen sehr, dass Sie an diesem schwierigen Tag so viel Kraft aufbringen,
hier nach oben zu kommen. Mein Name ist Gisela Kollmann. Ich bin die Oma von Giuliano Kollmann. Mein Enkelsohn wurde am 22.07.2016 in München am OEZ ermordet. Mein Giuliano war ein sehr guter Mensch, offen und fröhlich. Er spielte gerne Fußball. Er hatte eine Lehre als Offsetdrucker. Er war fleißig, beliebt und hatte viele Freunde. Er war sehr hilfsbereit und stand immer hinter seinen Freunden und seiner Familie. Er liebte uns, seine Großeltern über alles. Er ist bei uns aufgewachsen. Auch sein Vater war immer für Giuliano da. Auch er kämpft bis heute mit dem tiefen Schmerz. Den der Verlust von Giuliano in uns allen hinterlassen hat. Ich gedenke heute auch an die anderen Ermordeten. Mein Mitgefühl geht an die Angehörigen und die Überlebenden. Ich möchte ihnen Kraft und Trost spenden, insbesondere Hüsin, der am 22.07.2016 bei meinem Enkelsohn blieb, bis er verstarb. Danke, Hüsin, das werden wir dir nie vergessen. Und als Angehörige ist es sehr wichtig, dass die Tat und vor allem die Opfer nie vergessen, in Vergessenheit geraten. Leider wissen schon heute viele Menschen in München nicht mehr, was vor 6 Jahren am OEZ geschehen ist. Sie wissen oft auch nicht, dass sich um eine rassistische Tat gehandelt hat. Der Mörder war polizeibekannt. Es gab Hinweise auf den rassistischen Hintergrund der Tat und die Ideologie des Täters. Dennoch wurde die Ermordung meines Enkelsohnes und der vielen anderen Opfer erst sehr viel später als rassistischen Terror anerkannt. Dafür mussten wir als Angehörige lange Zeit kämpfen. Ich denke dabei auch an die Angehörigen und die Überlebenden des Oktoberfestattentats von 1980. Sie mussten jahrzehntelang um Anerkennung, Entschädigung und Würdigung ihres Leides kämpfen. Ich möchte Ihnen auch heute hier mein Mitgefühl ausdrücken. Wir lehnen sämtlichen Rassismus ab. Wir als Sinti waren verfolgt und erfahren bis heute Ausgrenzung und Diskriminierung. Nach der Tat vom 22.07.2016 wurden wir von der Arbeit der Polizei sehr enttäuscht und verletzt. Anstatt uns zu informieren und uns als Angehöriges eines Opfers würdig zu behandeln, wurden wir im Ungewissen gelassen, was mit Giuliano wirklich passiert war. Stattdessen wurden wir ausgefragt, was er am OEZ zu suchen hatte. Aber wir wollen keinen Hass spüren, wir wollen nicht in Wut leben. Wir wollen würdig an unsere Verstorbenen zurückdenken und gemeinsam für Gerechtigkeit und Aufklärung kämpfen. Wir wollen und müssen gegen das Vergessen ankämpfen. Giuliano, wir werden dich nie vergessen. Dein Leben, dein Lachen und deine Herzlichkeit werden immer in unserer Mitte bleiben. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht an dich denken und über dich sprechen. Du bist und bleibst in unserem Herzen. Es werden nun Kränze niedergelegt vom Oberbürgermeister Dieter Reiter für die Stadt München, von Vertreterinnen und Vertretern des Bezirksausschusses 10, des Bezirksausschusses 24 und des Migrationsbeirats der Landeshauptstadt München.
Gördün mü? Das Attentat passierte auf den Tag genau vor 6 Jahren zwischen 17.51 Uhr und 18.04 Uhr. In diesem Moment bitte ich Sie um eine Schweigeminute. Vielen Dank. Es gibt jetzt ein interreligiöses Friedensgebet. Beteiligt sind verschiedene Gemeinden dieser Stadt. Und ich bitte die Vertreterinnen und Vertreter dieser Gemeinden nun zu diesem Gebet auf die Bühne. Es ist der katholische Pfarrverband, das Münchner Forum für Islam, die Gemeinde der Evangelisch-Methodistischen Erlöserkirche, der Landesverband der Sinti und Roma, die Jeschua-Gemeinde, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde und die Äthiopisch-Orthodoxe St. Gabriel-Kirche. Liebe Damen und Herren, ich darf Sie herzlich grüßen im Namen der Religionen, die hier auf der Bühne vertreten sind, die Religionen und Gemeinden und Hilfseinrichtungen, die wir hier in Mosach haben. Wir beten für den Frieden, hier an diesem Ort, wo so Schreckliches passiert ist. Wir können es nicht ungeschehen machen, so gerne wir das würden. Aber wir erinnern uns, wir vergessen nicht und wir beten für den Frieden. Und wir möchten uns Ihnen am Anfang kurz vorstellen, damit Sie wissen, welche Personen und welche Religionen und Einrichtungen hier vertreten sind. Mein Name ist Franziska Illenberger. Ich bin Pastoralreferentin im katholischen Pfarrverband Mosach und Olympiadorf. Ich bin Dagmar Knecht, Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Gemeinde hier vor Ort, der Heiliggeistgemeinde. Ich bin Belmi Mehic, Imam am Münchner Forum für Islam und bin heute als Vertreter der Muslime da. Pastor Jörg Finkbeiner von der Evangelisch-Methodistischen Erlöserkirche hier in Sicht und Hörweite. Mein Name ist Abba Yared Miskana Pito und der Pfarrer von Äthiopisch-Orthodox Kirchengemeinde. Mein Name ist Karl Bollanger Schmidt. Ich bin Pastor der Freien Christengemeinde Jeschua hier in München. Roberto Paskowski,
Verband Deutscher City und Roma im Landesverband Bayern. Mein Name ist Melissa Schmidt-Nägel und ich bin hier mit der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Mosach. Jede und jeder von uns betet auf eine eigene Weise und doch klingt es zusammen und ist Ausdruck unserer gemeinsamen Sehnsucht nach Frieden und dem Erinnern. Ich verlese die Namen, die hier getötet wurden. Giuliano Conman, Janos Roberto Rafael, Zelda Dag, Hussein Dajcik, Can Lela, Selçuk Tilic, Diamant Zabadia, Amelia Segashi, Sabine Sulay. Wir denken an Sie und Ihre Familien. Wir beten für Sie. Wir stehen an Ihrer Seite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Gott sagt im Koran: Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Viele Menschen haben hier an dieser Straße gespürt, was es heißt, Angst um das eigene Leben zu haben. Viele haben geholfen in den Gebäuden hier ringsum, Ehrenamtliche, Seelsorgerinnen und Seelsorger, Rettungskräfte, Polizei. Unser Miteinander ist zerbrechlich. Ein Schuss kann vieles zerstören, manchmal sogar alles, das ganze Leben. Aber wir können gemeinsam auch stark sein. Wir können im Frieden zusammen leben und uns gegenseitig stützen. Und uns bei aller Verschiedenheit achten, auch in der Trauer, ohne zu vergessen und mit Hoffnung für die Zukunft. Letztes Jahr bei der Gedenkfeier wurden diese Bänder verteilt. Wir alle sind Mosach. Wir können stark sein und zusammenstehen. Wir beten gemeinsam.
Gott des Himmels und der Erde, du hast die Menschen geschaffen, bunt wie den Regenbogen. Jede und jeden von uns hast du lieb. Manche von uns müssen Böses erleben. Hier an diesem Ort sind unsere Geschwister gestorben. Sinnlose Gewalt hat ihr Leben ausgelöscht. Wir legen sie dir ans Herz, Gott, wie immer sie dich auch genannt haben. Schenke ihnen Gerechtigkeit und Frieden. Du unserer Gott, wie Maria um ihren Sohn weiter, so kommen wir zu dir mit unserer Trauer und Sorge. Gott ist groß und erhaben, voll Erbarmen und Güte. Möge Gott uns alle bewahren und führen. Ewiger, du bist ein Gott, der die Menschen sieht. Sieht unsere Trauer, unseren Schmerz und mach uns stark, wenn wir zusammenstehen. Segne du Gott alle unsere Bemühungen um Frieden. Segne unsere Gedanken, Worte und Taten. Segne du alle Menschen, alle Völker, alle Kulturen und alle Religionen der Erde, dass wir dem Frieden dienen. Amen. Dankeschön. Liebe Damen und Herren, wir sind an dieser Stelle am offiziellen Ende dieses Teils der Gedenkveranstaltung.